Könnt ihr mich hören? Hallo Wolgast! Ich war bei der Demo in Lubmin, bei der am Hafen. Es war eine friedliche Veranstaltung mit Redebeiträgen, Trommlern und lauten Stimmen. Ich habe wie immer keinen Nazi gesehen. Es gab zeitgleich noch eine zweite Demo. Ziel der zweiten Demo war es, die Unzufriedenheit über den Lärm des LNG-Schiffes kundzutun. Ich war nicht wegen des Lärms am Hafen. Ich war dort, weil dieses Schiff ein weiteres Zeichen dafür ist, für wie dumm man uns verkauft. Dieses Schiff ist alles andere als umweltfreundlich. Es zerstört. Doch es zerstört nicht nur die Umwelt, auch der Tourismus wird darunter leiden. Außerdem ist dieses Schiff das Zeichen gegen Russland, somit ein weiteres deutsches Zeichen für den Krieg. Ein Krieg, den wir alle nicht wollen. Uns wird erzählt, dass die Schiffe später für die Energiegewinnung aus Wasserstoff genutzt werden sollen. Dass diese Schiffe dafür nicht geeignet sind, wird uns natürlich nicht erzählt. Die Mehrheit der Deutschen fragt auch gar nicht nach. Sie sitzen auf der Couch und nehmen es hin. Sie nehmen es hin, was der NDR ihnen Schönes erzählt. Und was macht der NDR mit seinen eingenommenen Rundfunkgebühren? Er piekt sich die raus, die hetzen. Was passiert? Spaltung, Hetze, Hass sind wieder voll im Gange. Was bringt dies? Der Widerstand zerschlägt und wird kleiner. Dies erhoffen sie sich wahrscheinlich. Ich hoffe, wir sind nicht so blöd und lassen uns nicht vom Fernseher manipulieren. Denn dann sind wir kein Stück besser als der NDR und der Befragte in seinem Karohemd. Ich finde, wir sollten diesen Menschen vielleicht mal hier an den Kai einladen, damit er mit den Menschen sprechen kann, über die er urteilt. Denn ich habe gelernt, man urteilt nicht über Menschen, die man nicht kennt. Dieser Teil scheint in seiner Erziehung irgendwie verloren gegangen zu sein. Doch man lernt ja nie aus. Und hier am Kai lernt man so einiges. Es wird immer Menschen geben, die etwas sagen, was uns nicht passt. Auch hier am Kai wird es immer Menschen geben, die sich doof finden oder den einen oder anderen Redebeitrag nicht mögen. Doch das ist doch völlig normal, denn wir sind alles unterschiedliche Menschen. Doch eines macht uns stark. Wir sind gemeinsam standhaft. Und ich hoffe, dass wir uns diese Stärke von niemandem nehmen lassen. Egal wie unterschiedlich wir sind, wir stehen gemeinsam für eine Sache. Wir wollen eine bessere Zukunft, ein besseres Deutschland. Doch Zukunft passiert nicht einfach. Sie muss verursacht werden. Und deshalb stehe ich hier und bin wie immer sehr dankbar für die, die es ermöglichen, dass wir hier für Veränderung, für den Widerstand stehen können. Und ich bin wie immer dankbar für jeden, der heute hier am Kai steht. Dankeschön.